Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit Dying Light 2 und zwar müssen wir da rüber auf das Haus. Jetzt muss ich bloß gucken, zu springen ist vielleicht ein wenig blöd. Jetzt gehe ich mal hier runter, zack. Und jetzt probiere ich es mal mit Springer. Jawohl, weil wir waren ja weiter unter. Jetzt kann ich mit ihr reden. Anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Lass sie nur schauen. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Wir handeln. Ich habe 3 Späher zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Um das Banditenlager zu übernehmen, müssen sie den Lageranführer und seine töten und das Lagertotum holen. Okay. Wenn sie das Lager übernehmen, richten sie eine Sicherheitszone ein und verdienen sich zusätzlich Belohnungen, XP, Waffen und Outfits. Okay. Nähern sie sich dem Banditenlager und benutzen sie das Fernglas, um die Eingangspunkte zu identifizieren, den Lagerleiter zu finden und potenzielle Gelegenheiten in der Umgebung zu identifizieren. Alles klar, machen wir. Okay, jetzt habe ich hier das Fernglas. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Okay, du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango Motel. Okay, das heißt, befreien Sie das Lager, töten Sie Jack und Joes Litanten. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Jetzt gehe ich auf jeden Fall hier runter. Ich muss unter aufpassen, das sind Infizierte. Dann gehe ich mal hier ab und dann gehe ich hier mal an der Seite wegen vorbei. Weil ich muss ja nicht unbedingt gegen die kämpfen. Jetzt muss ich gucken, da unten sind wieder welche. Da links ist auch einer. Gehe ich einfach hier so. Planänderung, Aiden. Ja, Verstecke, das ist klar. Abzulenken. Sie haben unser Versteck angegriffen. Wer? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Schnell. Ich tue, was ich kann. Ich mache ja schon das, was möglich ist. Jetzt muss ich bloß gucken. Jetzt habe ich gerade vorher bei dem Fernglas nicht aufgepasst. Da wird es mir angezeigt. Weiß nämlich jetzt nicht genau, wo ich hier rein soll. Auf jeden Fall haben wir gelernt, nicht durch den Haupteingang. Aber das ist ja klar. Jawohl, ich komme hier hoch. So, jetzt muss ich da rüber. Das ist bloß die Frage, da werde ich wahrscheinlich... Das ist wieder ein Infizierter. Komme ich da rüber? Das schaffe ich eh nicht. Das schaffe ich eh nicht. Plus die andere Möglichkeit. Ist eine gute Frage. Ich probiere es. Nee. Ja, wunderbar. Jetzt gehe ich halt. Komme ich hier hoch? Nee. Und wenn ich hier auf das gelbe Ding da. Zack. Und so hoch. Jawohl. So komme ich da jetzt. Komme ich da jetzt nach oben? Nein. Aber das ging doch fast, oder? Ach, lass du mich doch in Ruhe. Zack, jetzt bist du tot. Gut, die anderen haben nichts bemerkt, ist schon mal super. Jetzt komme ich hier hoch. Zack, zack. Aha, hier komme ich nämlich nach oben. Jetzt muss ich bloß aufpassen, da sieht mich einer. Da komme ich auch nicht. Wunderbar. Das hätte man sich eigentlich auch denken können. Jetzt gehe ich hier hoch. Dann muss ich... da ist ein Seil. Ich komme mal so rum. Servus. Upsala. Sie haben ein Sperrgebiet betreten. Ja, soweit bin ich auch schon. Aber... Oh, oh, oh. Okay, souverän geregelt. So. Dann gehe ich mal hier runter, gucke.
Er ist hier drin. Nee, du siehst mich da draußen nicht kommen. Nehme ich mit. Jägerhandschuhe, Drähte. Kann man bestimmt alles mal gebrauchen. Ah, hier bin ich jetzt versteckt. Aber ich komme hier, glaube ich, eh nirgends raus, oder? Und wem soll das jetzt hier runter? Ah, nee, das geht nicht. Da draußen sind sowieso Leute. Hier komme ich auch nicht runter. Dann glaube ich nämlich, dass das jetzt bloß so zum Finden ist, zum Looten. Und dass es hier gar nicht weitergeht. Okay. Muss ich jetzt darüber? Ich muss jetzt bloß gucken. Jawohl, wunderbar. Oh, da ist schon der nächste. Servus. Der untersieht mich auch. Hoch, 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 hoch. Jawohl. So, dann gehe ich hier nach oben. So, ich bin auf jeden Fall schon mal im Lager oder beim Lager. Je nachdem, wie man das sehen will. Hier versch. Oh, servus. Hey, wer bist du? Krieger. Gehört der zu mir oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Oh. Ja, jetzt. Servus. Du siehst mich nicht. Ach du Pfeife. Der hat mich echt nicht gesehen. Okay. Ich habe halt bloß gedacht, weil er genau auf mich zugeguckt hat. Aber in dem Fall nicht schlecht. So. Jetzt ist bloß die Frage, weil der wird als rot markiert und der linke Krieger nämlich nicht. Deswegen ist jetzt noch die Frage, wer da jetzt... Oh, der kommt wieder. Dann lasse ich mal den zu mir kommen. Aber wenn ich den jetzt... Wenn ich den jetzt töte... Dann werden hier alle aufgeschreckt. Der guckt schön in meine Richtung, wunderbar. So, jetzt geht er wieder. Wenn ich jetzt versuche, den da leise auszuschalten. Zack. Ah, der linke bemerkt was, ja, ist ja klar. Ah ne, der ist da oben, der andere hier. Zack. Ach, jetzt, Junge. Komm ich da nirgends hoch? Ah, jetzt wird die... Jetzt ist noch der Alarm an. Da kann ich mich jetzt auf Kämpfer einstellen in dem Fall. Zack, du bist tot. Was hast du für Probleme hier? Zack. Bei dir geht's auch nicht mehr lang. Ach Jungs. Ja, jetzt schon. Ah, der Krieger hilft mir. Ja, das ist ja voll geil. Ja, ja, Jungs. Dann kommt halt hierher. Du bist ein. Ah, Punkt, Punkt. Okay. Ich muss. Oh, Jungs. Ja, das ist mir. Ah, doch. Ich muss schon wieder fast zu viele Leute hier. Du kannst dich halt auf keinen einzigen konzentrieren, dass du sagen kannst, okay. Boah, wie viel wären das jetzt auch? Ich muss gucken, dass ich da nach oben komme. Ich muss da jetzt nach oben. Hoch, 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 hoch. So, dass jeder nacheinander hochkommt. Ich kann mich kurz verbinden. So, lass mich, jawohl. Ah, ich habe mich gerade verbunden, du Idiot. So. Du bist tot. Und du auch her. Zack. Der ist tot. So, jetzt kann jeder nacheinander runterkommen. Hochkommen. So, du fällst ab. Ja, du bist dran. Komm doch hoch. Komm. So, du kommst auch. So, du stirbst auch, wenn du unter bist. So. Jetzt gehen wir hier runter. Komm her. Zack. Ah, der blockt halt. Ich gehe wieder nach oben. Das war gerade am allerbesten. Das hat echt super funktioniert. Komm her. Zack. Der ist auch tot. Wunderbar. Ah, der hilft mir wieder. Zack. Komm her. Zack. Jawohl. So, die habe ich jetzt auch erledigt. Da natürlich durchsuchender, das ist ganz klar. Weil man kann immer alles gebrauchen. Zack, Münzen, immer gut. Armreif. Kann man sich jetzt drüber streiten.
So, jetzt gehe ich darüber. Ah, hier habe ich nochmal welche. Stabile Schienen und Geld. Wunderbar. So, jetzt gehen wir hier weiter. Das hat bis jetzt schon gut geklappt. Und ich bin jetzt im Lager, würde ich sagen. So. Ah, das da müsste der Boss sein. Ja, der Anführer. Den muss ich töten. Okay. Den da muss ich dann töten. So, dann möchte ich aufputschen. Nee, Arznei. Will ich dann oben habe, sodass, wenn ich unten bin, mich auch heilen kann. Weil ich glaube, der wird nicht so ganz leicht. Da ist schon mal ein Eingang, wenn ich jetzt hier runter gehe. Zack, zack. So, jetzt gehe ich mal da rein. Gibt es hier was Bestimmtes? Ah, hier kann ich looten. Mal gucken, was hier gibt. Alkohol, wunderbar. Okay, da kann ich mich verstecken. Zerbrochene Flasche. Wurfmesser, sehr gut. Honig, Kamille. Nochmal Wurfmesser, sehr gut. Aber sonst nichts, oder? Ah, nichts Relevantes. Was ist da jetzt noch? Teile nehme ich auch mit. So, und jetzt würde ich sagen, gehen wir in den Kampf. Weil machen muss ich ihn eh. Und dann bin ich mal gespannt. Ich sehe dich! Sehr gut, ich dich auch. So. Aha, der hat nämlich so, wie wir jetzt oben sehen, hat der ein großes Leben. Ah, jetzt kommen da auch noch die normale, oder was? Die kann ich ja jetzt gar nicht gebrauchen. Zack. Junge, Junge, Junge. Okay, der hat schon Viertelleben weg, aber ich bin auch schon gut beschädigt. Und der andere, der soll mir nicht auf die Nerven gehen. Ach, Junge. Ich bin jetzt auch fast tot, jetzt muss ich irgendwo noch mich mit Arznei versorgen. Sonst habe ich ein großes Problem. Jetzt gehe ich mal hier hoch, geht das? Dass ich mich vielleicht kurz heilen kann, weil sonst ein, zwei Schläge bin ich tot. Ah, ich muss jetzt wegen Beweger. So, jawohl. So, jetzt komm noch her. Komm her. Wo bist du? Ah, jetzt läuft der, rennt der hoch. Zack, nix da. Ah. Jawohl, ein, zwei Schläge noch, dann müssen wir die Hälfte haben. Ach Junge, gib mir einen Puff, das Sack. Aha, so, sehr gut. Jawohl, schon über die Hälfte des Lebens weg, du bist auch tot. Ja, mega geil. Ja, bleib liegen, bleib liegen. Zack, und tot bist du, du Idiot. Okay, den haben wir jetzt erledigt. Jetzt machen wir hier. Ah, wir drehen hier, dann verschwindet die Beute. Und normalerweise müssen wir das dann einnehmen. Okay. Jack und Joe's Camp ist abgeschlossen. Sachen bekommen. Sicherheitszone freigeschalten. Jack und Joe's Camp. Sicherheitszone mit UV-Scheinwerfern. Ist ja klar für nachts. Und jetzt haben wir hier 24 Meter. Schauen, was hinter der Tür ist. Pilger, wo sind die anderen? Sie wurden angegriffen. Wo sind die Kristalle? Da drüben. Funke Sophie an. Schnell. Sophie? Ich hab Karl. Es geht ihm gut. Was ist mit euch? Sophie? Sophie! Bist du da? Du musst ihnen helfen, Aiden. Wohin soll ich gehen? Zum Tango Motel. Dort ist Sophies Versteck. Lauf! Schnell!
Geh zum Tank im Hotel, Pilger. Ich bewundere Sophie. Okay, jetzt muss ich Sophie helfen. Jetzt habe ich hier meine Markierung. 170 Meter. Muss jetzt aber erstmal schauen, wie komme ich hier runter. Da bin ich hier. Bin ich hier richtig? Da bin ich mir noch nicht sicher. Oh, das sind Infizierte. Aber da in die Richtung muss ich. Komme ich hier irgendwo runter? Nein. Wenn ich da drüber springe, zack. Dann hier ruf. Und dann wird es kriminell. Dann wird es kriminell. Ja, genau. Auf das Auto vielleicht. Ja, ah, geht eigentlich. Ihr braucht mir nicht hinterher rennen. Ihr seid eh nicht so schnell. So, jetzt renne ich da einfach mal durch. Das sind noch mehr Infizierte. Ja, das kann ich vergessen. Jetzt gehe ich hier rum. Und renne da jetzt einfach hin, weil bis ich alle tot habe, das macht keinen Sinn. Oh, Chemiegebiet. Ah, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Jetzt, servus, servus. So, da vorne ist das Hotel, jawohl. Da vorne ist schon das Hotel. So. Aiden, aus Jack und Joes kleinem Dorf kommt Lärm. Und noch was, Hakon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Es könnten Peacekeeper sein. Fuck. Denk daran, warum du hier bist, Aiden. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aiden, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch. Du hast recht. Ich mach mich auf zur U-Bahn-Station. Clevere Entscheidung. Ich melde mich. Okay, das hat so keinen Wert. Treffen Sie Aitor bei der U-Bahn-Station. 480 Meter. Muss jetzt bloß gucken. Zack, hier hoch, zack. Zieh dich hoch. Jawohl, wunderbar. Dann gehen wir hier. Wir rennen auch jetzt einfach wieder durch. Das sollte funktionieren. Ich gucke, dass ich hier hochkomme. Naja. Ah doch, das geht wunderbar. Kann ich hier hoch? Jawohl. Ah, heilige Maria. Will ich gerade wieder hoch aufs Gebäude, wenn es irgendwie geht. Klappt das hier? Hoch, 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 hoch. Wunderbar. Dann hier schön aufs Dach drauf. Jawohl. Dann kann ich nämlich hier, ich muss jetzt halt wenn gucken, wo ich springen kann. Sieht bis jetzt schon mal gut aus. Aber bis ich unter durch bin, durch die ganze Gebäude außer rumgelaufen bin und alles, das hat so keinen Wert. Dann ist das so schon ein bisschen besser. Ja, kann ich auf die Lampe springen nochmal, oder? Komme ich da rüber? Ja, bestimmt. Jawohl. Servus. So, 200 Meter. Dann gehe ich hier rüber. Jawohl. Oh, lass mich doch in Ruhe. Ich gehe hier hoch, da rüber. Einfach mich in Ruhe lassen, lebt euer Leben. Lasst mich in Ruhe. Und alle sind glücklich. Ja, ja, du musst erstmal hinterherkommen, Kollege. So, runter, zack. Jetzt, servus, hallo. Schönen guten Tag. So, da vorne ist schon mal die U-Bahn-Station. Da ist eh LED. UV-Licht meine ich. Das passt. Öffnen. Kann ich hier rein. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal in Sicherheit. Ich bin ja auch in der Sicherheitszone. Tür auf. Und da muss ich da rein zu ihm und schauen, was er zu sagen hat. Wir sind hier. Gut. Ich bin nicht ins Motel gegangen. Sie hatten recht. Da hat irgendwas nicht gestimmt. Sieht aus, als wären Sie der Wahrheit recht nahe gekommen. Entweder haben die Lukas umgelegt, oder Sie wissen, wer es getan hat. Wir bringen Sie zum Reden. Und wie wollen Sie das anstellen? Indem ich die Kontrolle über den Wasserturm übernehme. Jack und Joe sind irgendwohin abgedampft. Im Turm sind höchstens noch Nachzügler. Das ist die einzige Wasserquelle in der Gegend.
Und wer das Wasser kontrolliert, kontrolliert Old Villador. Sie wollen ihn also mit Gewalt einnehmen? Das könnte ich. Nachdem die Banditen weg sind, wird der Basar nun Wachen am Turm aufstellen. Sobald die PKs sich blicken lassen, wird es zu einer Auseinandersetzung kommen. Gut. Aber ich will Ihnen keinen Kriegsgrund liefern. Wenn wir jedoch den Turm heimlich erobern, würden wir Sie vor vollendete Tatsachen stellen. Na, ich soll mich also da reinschleichen. Ja, und die Sprengladungen entschärfen, die Jack und Joe hinterlassen haben. Jeden erledigen, der noch dort oben ist. Aber seien Sie vorsichtig. Der Turm ist das höchste Gebäude in der Gegend und der einzige Weg nach oben wurde abgesperrt. Ich kann's versuchen. Scheint ja wohl gerade die einzige Lösung. Also gut. Los geht's. Wenn Sie das schaffen, haben wir ein massives Druckmittel gegen den Basar, damit Sie uns sagen, wer der Killer war.